damals auch ins Programm genommen. Denn es geht um einen nicht alltäglichen Nachbarschaftsstreit aus Stuttgart-Zuffenhausen. Dort streiten Nachbarn nicht wegen lauter Gartenpartys, zugepackter Einfahrten oder hässlicher Gartenzwerge. Nein, sie streiten wegen eines 4 Tonnen schweren Kampfjets. Ein Unternehmer hat nämlich einfach mal so einen ausrangierten Starfighter auf sein Dach gestellt, weil er das schön findet. Dummerweise sehen das nicht alle so. Alexander Stein. Ein Mann und seine ungewöhnliche Leidenschaft. Hartmut Rehorsch, Unternehmer, Ex-Soldat und begeisterter Hobbypilot, hat sich einen Traum erfüllt und einen 17 Meter langen Jagdbomber aufs Firmendach geschraubt. Boah, toll, super, fantastisch. Das war eigentlich schon immer der Traum, einen Starfighter mal zu besitzen und dann aufs Dach zu stellen oder irgendwo aufzustellen. Und sie nehmen den Bomber unter Beschuss. Nachbar Jürgen Hörmann und seine Frau Gudrun ärgert, dass sie aus ihrem Schlafzimmer auf den Starfighter schauen müssen. Gemeinsam mit anderen Nachbarn fordern sie, der Kampfjet muss runter. Krieg, klar, Gewalt, das ist das Erste. Das läuft unterbewusst ab. Also, man guckt da raus, sieht es und man fühlt sich wie im Krieg. Was soll ein Kind denken, wenn es hier lebt, wenn es aus dem Fenster schaut, wenn es mit seiner Kindergartengruppe hierher kommt und sieht ein Kampfflugzeug auf dem Dach? Er möchte sich einmal sein Ego damit verwirklichen. Er hat eine sehr ausgeprägte Persönlichkeit und stellt sich so dar, als wenn er mit Geld, sage ich bewusst, mit Geld alles machen kann. Wir leben in einem vielleicht etwas anderen Level wie die Nachbarn und dass auch eine Portion Neid mitspricht. Glaubt Hartmut Rehorsch. Einen 6-stelligen Betrag lässt er sich sein Hobby kosten. Mehrere Wochen haben er und seine Mitarbeiter den Kampfjet aufwendig restauriert. Der Starfighter war mehr als 30 Jahre für die Bundeswehr im Einsatz. Sein Spitzname: Fliegender Sarg oder Witwenmacher. Fast jede dritte Maschine bohrte sich in den Boden. 116 Piloten starben. Auch für sie will Hartmut Rehorsch ein Mahnmal setzen, behauptet er. Wo Licht ist, ist auch Schatten, dass auch sehr viele runtergefallen sind. Und ich finde es nicht falsch, dass man auch diesen Piloten, die auch für Deutschland geflogen sind in dem Moment, dass man denen auch eine Erinnerung setzt. Kriegsgerät gehört hier nicht rein. Egal, welchen Zweck es erfüllen soll, auch als Denkmal. Es gehört ins Museum. Dem Starfighter drohte der behördliche Abschuss. Er ist zu groß. Er gehört zum Dach und das darf laut Bebauungsplan maximal 8 Meter hoch sein. Runter muss er erst dann, wenn wir feststellen, er kann auch nicht nachgenehmigt werden. Ja, dann kommt er irgendwo anders hin auf dem Gelände. Es ist mein Besitz, ist mein Eigentum. Also dann kommt er woanders hin, das ist gar keine Frage. Hartmut Rehorsch hätte den Starfighter sonst an einen Kran gehängt. Inzwischen hat die Stadt entschieden. Der Starfighter darf bleiben, wo er ist, auf dem Dach. Der Streit um ihn wird trotzdem weitergehen. Tja, Herr Kienzle, ein Kriegsgerät auf dem Hausdach. Was sagen Sie dazu? Stehen Sie auf Seite der Nachbarn oder auf der des Flugzeugliebhabers? Ich finde es eine pfiffige Idee. Tatsächlich? Weil das ist ja eigentlich eine der schlimmsten Investitionen, die es je gab in der deutschen Militärgeschichte. Es wurden damals, glaube ich, 900 von den Dingern gekauft. 300 sind von selber runtergekommen, das heißt ohne Krieg. Ja. Und das ist eigentlich eine tolle Geschichte, dass ein solches militärisches Instrument sich selber zerstört. Das war nicht der Sinn der Idee, aber ich finde, das gehört gewürdigt. Und man hat ja versucht, nachdem 260 Piloten tot waren, die Sache irgendwie zu verschweigen. Und eigentlich wird es vielleicht sowas wie ein, also, so eine Art Mahnmal? Ein Mahnmal an diese unsinnige Investition. Verglichen damit ist die Drohne ein Witz. Mhm. Okay, also Sie finden das durchaus eine interessante Sache, um zu erinnern an all das damit verbundene Leid und Unglück. Ja, außerdem hat er natürlich eine Geschäftsidee. Dadurch, dass er im Gespräch ist, ist seine Firma im Gespräch. Also er tut 2 gute Dinge. Für sich selbst auch was. Das war auch deutlich rauszuhören. Danke für den Moment.